Der alte Rendsburger Rettungshubschrauber Christoph 42 verabschiedet sich. Über 1500 Einsätze ist er allein im Jahr 2015 geflogen. Jetzt löst ihn sein Nachfolger ab. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich nicht stark, doch der Intensivtransporthubschrauber vom Typ EC-145 ist wesentlich moderner und leistungsfähiger. Von nun an wird die fliegende Intensivstation rund um die Uhr für die Notfallrettung und dringende Transporte von Patienten zwischen Kliniken genutzt. Doch erst wird er feierlich in Dienst gestellt. Das übernimmt Sozialministerin Christine Ahlheit direkt im Cockpit. Naja, wir haben 3 Hubschrauberstandorte in Schleswig-Holstein. Hier ist das Besondere, dass hier wirklich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche geflogen wird. Die anderen Standorte fliegen nur tagsüber. Und man muss mal hervorheben, gerade in der Nacht ist jeder zweite Flug, geht auf eine Insel oder Hallig bei uns im Land. Das heißt, gerade für diese Versorgung ist dieser Standort ganz besonders entscheidend. 8 Millionen Euro kostet der moderne Hubschrauber. Der neue Christoph bietet mehr Platz, eine bessere Ausstattung und somit eine bessere Versorgung der Patienten. In erster Linie wird es nach unserer langjährigen Erfahrung mit dem Vorgängermodell ein deutlicher Zugewinn an Sicherheit für uns und für dementsprechend unsere Patienten. Das ist die nächste Generation Luftfahrzeuge, wenn man so will, mit hochleistungsfähigen Systemen, Autopiloten, insbesondere für Nachteinsätze. Und da freuen wir uns schon mal, zumal wir uns auch annähernd ein Jahr darauf vorbereitet haben. Von nun an beginnt die 24-Stunden-Bereitschaft von Christoph 42. Tagsüber mit einem Einsatzradius von rund 60 Kilometern um die Station. Nachts wird er dann für ganz Schleswig-Holstein im Einsatz sein.